Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge bzw. ja, einem Vlog, weil ich mal wieder nichts vorbereitet habe. So nenne ich ja die Folgen im Grunde genommen, die mittlerweile schon so lang sind wie normale Folgen, wo ich nichts richtig vorbereitet. Diesmal geht es um, wie ihr hier seht, ein Unboxing eines neuen Laptops. Das heißt, wieder mal um einen Laptop. Ein Laptop mit Intel Inside, wie man eventuell unschwer erkennen kann in dem großen Logo hier. Mit einer Lithium-Batterie, wie man hier auch sehen kann. Und ein HP-Laptop, wie man eventuell an dem Logo auf der anderen Seite erkennen kann, wo ganz groß HP draufsteht. So, ich habe es aber jetzt hier umgedreht, weil ich natürlich hier mit meiner Schere diesen Sticker aufschneiden muss, um das Teil öffnen zu können und euch das Unboxing vernünftig zeigen zu können. Das ist so eine Lasche, dann muss ich aber trotzdem irgendwie rein. So. Hoffe, dass ich das dann jetzt hier so weit durch habe, dass ich die Lasche aufmachen kann. Natürlich nicht. Ein HP-Laptop, in dem Fall ist es ein sehr aktueller, deshalb kommt er mir hier direkt ins Haus geliefert. Und zwar ein HP Spectre X630 13 Zoll. Also wir bewegen uns in der Klasse immer eins nach oben und diesmal sind wir bei den High-Class-Modell angekommen mit eben Ultra-Portable und Ultra-Mobil, lange Akkulaufzeit und so weiter und so fort. Ihr kennt so ein Schema bei mir, lange Akkulaufzeiten. Ja, Klappe auf, Affe tot. Nee, ganz so leicht ist es nicht. Man muss es jetzt hier rausheben. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Es ist so verpackt, dass man hier eben das Teil hat. Hier hat man noch Schreibkram wahrscheinlich. Man kann es so rausheben. Und es kommt dann in noch irgendeiner Box daher. Und da sehen wir schon das Logo. Spectre steht da drauf, erinnert so ein bisschen an James Bond, ist auch eine Anspielung, glaube ich, an James Bond. Und ja, das ist dann, weshalb ich die Schere auch nochmal brauche, das ist die andere Verpackung. Hier drinnen gibt es keinen Schreibkram, sondern tatsächlich eine hübsche Ledertasche oder Lederoptik zumindest für die Tasche. Das ist ein Teil, das so aussieht, und da seht ihr, das ist tatsächlich mit HP Branding, ist California USA, steht auch noch drauf, 1939, wahrscheinlich das Gründungsdatum von HP. Und ja, es hat halt also hier die Möglichkeit, hier ist noch ein bisschen Plastik, kann man rausholen, ein bisschen Silikagel, die Möglichkeit, den Laptop hier reinzupacken. Von innen kann ich schon mal sagen, ist es sehr weich und sollte also keine Kratzer hinterlassen. Eine schöne Dreingabe, wie ich finde, wenn man einen neuen Laptop kauft und der schon so einen Preis hat, sollte man halt auch so etwas erwarten können. So, die Folie kann ich sogar mit der Hand aufmachen, sehe ich gerade, weil hier an der Ecke das Ganze tatsächlich relativ einfach aufzukriegen ist. So. Gibt ja immer so ein Muster, wie man so eine Folie abmachen kann. Und ich mag es, wenn die Folie in einem Stück eher bleibt, dann kann man die einfacher entsorgen und ich muss später den ganzen Müll nicht aufsammeln. So, hier also das Spectre-Logo. Ich stelle mal diesen Karton hier weg, damit das Ganze so ein bisschen hübscher aussieht. Ich glaube, das ist schon gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen was rein, damit ich euch zeigen kann, wie das Ganze dann tatsächlich auch aufgebaut aussieht. Und ich versuche mal so ein bisschen die Schärfe nachzuziehen. So, also, das ist also so eine Klappe, die man aufmachen kann. Und innen drin auch hier schön gepolstert das Ganze. Es gibt Setup-Anweisungen, wie man das Teil einschaltet. Ich denke, der ein oder andere wird schon wissen, wie das geht. Da braucht man nicht eine extra Anleitung für. Das Besondere an diesem Laptop, der heißt ja 360, ist, dass man das Display um 360 Grad verschieben kann, beziehungsweise aufklappen kann und dann
in ein Tablet verwandeln kann. So sieht das Gerät aus mit dem schönen HP-Logo. Es sind im Grunde genommen nur vier Striche. Aber ja, die ergeben halt das HP-Logo in dem Fall. So, wie kriege ich das jetzt raus? Ich muss es wahrscheinlich anders halten. Ja, kommt mir der andere Verpackungsinhalt entgegen. Das ist das Laptop. Ist sehr massiv, wie ich finde. Direkt erster Eindruck. Kalt auch, weil es gerade frisch ausgepackt ist. Und leicht. Also ziemlich leicht und dünn, wie man hier sehen kann. Ich werde gleich nochmal um die Anschlüsse gehen und euch das etwas genauer zeigen. Schauen wir, was es noch in der Verpackung gibt. Wir haben natürlich auch hier Zusatzmaterial. Wir müssen das Teil irgendwie laden. Deshalb wird uns hier ein Netzteil mitgeliefert. Und das ist schön verpackt, wie ich finde. Hat eine schöne... Ich sehe, das ist nicht Gummi, sondern das ist tatsächlich... ja, was ist das eigentlich? Das ist halt so ein Fließmaterial, würde ich mal fast schon behaupten. Also sehr schön verpackt auch. Und ich glaube, wenn ich mich nicht komplett irre, ich müsste das alles abmachen. Es ist ein 65 Watt Netzteil, müsste es sein. Steht es hier drauf? Steht wahrscheinlich unterm Kabel. Auf jeden Fall mit dem europäischen Plug natürlich auch hier, damit ich es in Strom reinstecken kann und dann direkt aufladen kann. Und ich glaube, das war es auch schon. Also hier drunter befindet sich nichts mehr. Das ist also alles, was mitgeliefert wird, oder zumindest was ich jetzt sehe, was mitgeliefert worden ist. So, Laptop selber, den machen wir jetzt auch nochmal auf und dann zeige ich euch zumindest, solange ich hier noch ein bisschen was an 8 Minuten zu quatschen habe, bevor das Ganze ja jetzt tatsächlich aufhört aufzunehmen, meine Kamera, weil 15 Minuten Limit. Fujifilm, ihr müsst euch verbessern, was das angeht. Ich erwarte demnächst kein Limit mehr bei euren Kameras. Mindestens eine halbe Stunde Aufnahme. So, Fingerabdrücke sehen wir, ist ein bisschen kalt noch, deshalb, ja, das sieht schon richtig beeindruckend aus, wie ich finde. Wenn ich überlege, dass den letzten Laptop, den ich gekauft habe, der neu war und nicht gebraucht, schon glaube ich 4 oder 5 Jahre her ist, ist das schon beeindruckend für so ein Ultrabook. Gehen wir mal kurz um die Anschlüsse herum. Ich glaube, man kann sehen, ein Kopfhörer, Ausgang, Eingang, Headset, ein USB-C, ein weiterer USB-C, Ladeport an der Seite, weil das halt diesen Diamond Cut hat, wie man hier sehen kann. Also tatsächlich hier so ein Eck. Und das ist sehr schön, da man hier Strom aufladen kann, ohne dass man das an der Seite irgendwie eine Maus stört oder sowas. Schöne Geschichte. Auf der anderen Seite befindet sich der Power-Button übrigens zum An- und Ausschalten des Gerätes. Auch eine nette Geschichte. Und ein vollständiger USB-A-Anschluss für USB-Sticks oder sowas. Auch ziemlich wichtig. Das war es eigentlich auch schon mit den Anschlüssen. Hier gibt es noch, das ist ziemlich interessant, das muss ich aber gleich in der Nahaufnahme zeigen. Da gibt es nämlich noch ein, was nutze ich da? Nutze ich mal ein Handy, um euch eine Nahaufnahme zu zeigen und das gleich in der Post zu synchronisieren. Gibt es dort tatsächlich einen Schalter für all die Leute, die Privacy mögen, ist das sicherlich ziemlich spektakulär. Nämlich ein Umschalter für Kamera an und aus. Das heißt, ich kann hier tatsächlich die Kamera physikalisch vom Stromnetz trennen und dadurch eben, ja, habe ich meinen Privacy-Schalter. Daneben noch Micro-SD-Kartenanschluss für die Leute, die Micro-SD-Karten reinlegen wollen. Ansonsten sieht man hier nochmal den Diamond Cut schön auch glänzend jetzt. Das Ganze in ja, einer goldigen Farbe gehalten. Hier den An- und Ausschaltknopf und den USB-A-Anschluss. Ja, unten Lautsprecher und Lüfter. Ne, das sind hier zwei Lüfterschlitze, zur Lüftungsschlitze, weil die Lautsprecher, hier sind auch noch ein paar Lautsprecher an der Seite angebracht, oben und unten. Für den Bass zuständig, die eigentlichen Lautsprecher befinden sich dann tatsächlich im Gerät selber. Wenn man das ganze Gerät aufklappt, das geht übrigens auch mit einer Hand. Ja, oder auch nicht. Wenn man das Gerät aufklappt, hier diese Schutzfolie von der... Ne, das ist ein Schutz von der Tastatur abnimmt, dann sehen wir hier auch Bang & Olufsen Sound. Das heißt, hier sind die Hauptlautsprecher zu finden in dieser Leiste. Und wir sehen schon den Haupttrick des Gerätes neben der Tastatur, die wir hier sehen können. Die Möglichkeit, das Gerät tatsächlich umzuklappen und dann auch im Tablet-Modus nutzen zu können. Hier ist die Kamera.
die auch mit IR ausgestattet ist für die Leute, die tatsächlich Windows drauf nutzen wollen. Ist nicht so mein Ding, aber das wisst ihr ja schon. Ja, ansonsten an dem Gerät hier Lüftungsschlitze auch nochmal. Wenn man es in diesem Zustand hat, kann man das auch nochmal sehen. Und wenn ich es zuklappe, sehen wir auch nochmal hinten, sehr schön, eventuell zu lesen, da steht tatsächlich auf den Scharnieren Spectre drauf. Nicht auf dem, aber auf dem steht dann tatsächlich Spectre drauf. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, so wenn ich es ins Licht halte. Ja, das ist so mein erster Eindruck, das Unboxing. Und jetzt machen wir mal weiter mit dem Starten. Und zwar nicht irgendwas starten, sondern wir wollen in Linux starten. So, ich habe jetzt nur die Kameraperspektive ein bisschen gewechselt und möchte euch nochmal kurz zeigen, hier ist so eine feine Leiste, die wahrscheinlich zum Anfassen gedacht ist. Ich weiß nicht, wofür die gedacht ist, wenn es ausgeklappt ist oder das halt eben nicht so sehr drückt auf den hinteren Bereich, der hier halt eben gummiert ist, wenn man es komplett umklappt, meine ich. Hier nochmal die Tastatur für die Leute, die das sehen wollten. Wir sehen hier eine klare Tastatur mit klarem Druckpunkt. Wir sehen aber auch hier eine Besonderheit von HP, die haben hier so eine Extra-Reihe reingebaut mit Bild hoch, Bild runter, Ende und Rechtstaste und Position 1-Taste und Entferntaste. Also ein 16:9 gehaltenes Trackpad, das gute Druckpunkte hat für Links- und Rechtsklick, Mittelklick eventuell auch. Ja, kann man sich dran gewöhnen. Wir sehen die Spezifikationen schon drauf gedruckt. Ja, so ein bisschen ist ein Intel Core i7, 8. Generation Refresh, das heißt Whiskey Lake, wenn ich mich nicht irre, 8660 U, irgendwie sowas. Also ein Core i7 der neuesten Generation, Whiskey Lake, Anfang 2019, Ende 2018 ist das Gerät vorgestellt worden. Das heißt, es ist schon ein ziemlich aktuelles Teil. Wir sehen auch noch Bang & Olufsen Lautsprecher, ich glaube, die habe ich auch schon erwähnt gehabt, das HP-Logo und wir sehen mich jetzt so ein bisschen selber, glaube ich, durch das spiegelnde Display. Ja, so, ich glaube, da hat man das Display auch ein bisschen einigermaßen im Blick. Ich will natürlich kein Windows booten, deshalb habe ich mir eine externe Festplatte geholt und das ist eine SSD, SanDisk, sehr schnell, ziemlich gut, USB-C oder USB Typ A hier. Ich würde es mal per USB-C anschließen. Also einen kleinen Anschluss einfach nur an der Seite reinstecken und hoffe dann, wenn ich, weil ich will auf keinen Fall ein Windows booten, hoffe dann, dass ich hier, wenn ich das Teil anmache, dass da Saft drauf ist und dass, wenn ich Escape drücke, ich ins BIOS komme. Und da bin ich im BIOS. Ich habe jetzt hier eine virtuelle Tastatur, wo ich virtuell Tasten drücken kann. Vielleicht sogar mit dem Finger und F9 drücke ich mal. Genau, kann ich machen. Und F9 ist nämlich die Option für das Boot Device, für die Boot Device Options. Und da wird mir allerdings nur Boot from EFI File und Boot für Windows angezeigt, aber kein Legacy Boot, was ich natürlich gar nicht gut finde. Deshalb neu starten, Escape schnell drücken. Und ins BIOS hineingehen. Das kommt man mit F10, da kommt man da rein. Habe ich F10 gedrückt, nochmal drücken. Da bin ich dann drin. Habe also einmal zu viel F10 gedrückt. So, wie kann ich jetzt hier, erstmal sehe ich nochmal, was da drin ist. Es ist ein 8565U Core i7. 1,8 GHz ist der Grundtakt. 16 GB Arbeitsspeicher sind drin. Wie ihr hier sehen könnt, ohne 512 GB SSD ist hier eingebaut. Natürlich eine NVMe SATA. So, wo kann ich das jetzt einstellen, dass ich von Linux booten möchte? Configuration Language, da habe ich die Möglichkeit, Fan Always On zu machen. Das ist eine interessante Sache. Boot Options, USB Boot Enabled, das ist schön. Netzwerk Boot brauche ich nicht. Legacy Support ist Disabled, das wollen wir natürlich enablen. Amateur Boot, bla bla bla. Ja, ich brauche kein Windows, ich brauche kein Secure Boot, dann direkt disabled und ich habe jetzt hier USB Flash Drive, USB Dingens und kann das dann direkt auswählen, glaube ich. Ich weiß es nicht, ob ich es auswählen kann. Gehen wir mal hier raus, Save Settings and Exit. Genau, und dann Escape wieder drücken für den Stoppen des Bootvorgangs, damit ich tatsächlich, also ich hoffe ja, dass es das
Stopp, hat er es jetzt ausgeschaltet, das da? Oder lädt jetzt Windows irgendwann? Drücken wir nochmal die Power-Taste. Drücken dann Escape. Es tut sich gerade gar nichts. Ist der Akku eventuell leer? Könnte natürlich auch sein. Ihr seht, das wabbelt schon ein bisschen rum, das Display. Das ist schon hier, muss also ein bisschen rumtippt, härter auf einem nicht glatten Boden, kann das dann doch schon zum Problem werden. So, ich halte mal die Power-Taste etwas länger gedrückt. Für den Fall, dass ich das Gerät jetzt kaputt gemacht habe, dadurch, dass ich den Legacy-Boot aktiviert habe, habe ich natürlich eine Aufzeichnung, was ich gemacht habe. Ich vermute einfach, der Strom ist alle. Vorführeffekt. Ich pack's an Strom und dann mache ich weiter. So, ich habe es an den Strom angeplackt, wie man es hier sehen kann. Das Stromkabel hängt hier an der Seite. Und ja, zweiter Versuch. An-Taste drücken und Escape drücken. Jetzt funktioniert's. So, jetzt bin ich wieder auf dem Screen. Jetzt kann ich nochmal F9 drücken. Und hoffe, es dauert immer so ein bisschen. Ich kriege immer noch meine externe Festplatte nicht angezeigt. Was ich bedauerlich finde. Deshalb rebooten wir nochmal. Und drücken nochmal Escape. Und gehen nochmal ins BIOS-Setup, wenn das dann halt so ist. Wenn er mich nicht an meinen Linux rangehen lassen möchte. Weil die Platte hat er an sich schon erkannt. Hier in den Bootoptionen sehen wir ja, ach, wir sehen, dass Legacy Boot wieder disabled ist. Das ist natürlich eine tolle Sache. Machen wir es wieder an. Changing this setting may take the system unable to boot the US. Do you want to make this change? Ja, möchte ich machen. Und jetzt möchte ich tatsächlich eventuell hier diesen Legacy Boot anmachen und sag einfach, dass ich dieses Hard Drive nach oben bewege. Das kann ich nicht. Warum kann ich das nicht? Habe ich hier eigentlich eine Maus? Habe ich natürlich nicht. Up and down arrows. Select device F5, F6 key. Move the down or up. Aha, F5 und F6. Nee, hoch. Dann mache ich hier USB an und mach das hier auf. Kann ich hier mit F5, F6 USB Flash Drive? Okay, Save Changes and Exit. Gucken, was jetzt passiert. Jetzt müsste er von der externen Platte booten. Jetzt höre ich auch kurz die Lüfter anspringen. Er muss ja jetzt von der externen Platte booten. Ich habe es ja so eingestellt, wie ihr ja selber gesehen habt. Momentan sehe ich aber nichts und es tut sich auch noch nichts. Und jetzt habe ich hier irgendwas. Operating System Boot Mode changed. Enter to complete the change. Ja. Achso, ich muss eine Nummer hier eingeben. Change to the operating system secure boot mode is pending. Please pass the bla code. Ich muss einen Code eingeben. Ist das jetzt hier wieder so eine Windows-Geschichte? Oder ist das eine BIOS-Geschichte? Schwer zu sagen bei diesen neuen modernen Rechnern. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Code eingegeben, der mir angezeigt worden ist. Also durch das Spiegeln ist das immer ein bisschen schwer hier. Jetzt kommt mir hier tatsächlich Windows in die Quere. Leute. Kann ich tatsächlich nicht von der externen Platte booten, ohne Windows haben zu müssen. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? So, habe ich das Teil ausgeschaltet, nochmal anmachen. Escape drücken. So. F9. Boot Device Options.
Oh, und jetzt zeige es mir auch meine externe Festplatte an. Juhu! Und ja, ich habe ein Grobmenü. Jetzt kann ich hier einfach meine Linux-Distribution auswählen. Das ist hier ziemlich klein und es spiegelt so ein bisschen, deshalb kann ich es schwer lesen. Aber ich wähle einfach mal den ersten Eintrag. Sollte jetzt Neptun sein, was ich jetzt hier drauf boote. Ich habe hier noch Neon drauf und Netrunner drauf. Also viele verschiedene Linux-Distributionen. Aber jetzt seht ihr hier Netrunner booten. Und ihr seht mich selber auch so ein bisschen, weil es ziemlich stark spiegelt und das Display ziemlich dunkel eingestellt ist. Keine Sorge, das kann man auch heller machen. Kriege ich das hin? Momentan noch nicht. Vielleicht, wenn das System hochgefahren ist, kriege ich es hoffentlich hin. Ich wollte natürlich kein Windows booten, sondern natürlich direkt in mein heißgeliebtes Linux reinbooten. Und werde dann wahrscheinlich direkt das Windows da platt machen und naja, vielleicht vorher nochmal schauen, ob es nicht irgendwie ein BIOS-Update oder ein Firmware-Update gibt, was man, wo man Windows braucht, um es einzuspielen. Und dann direkt Linux drauf booten lassen. Vor allen Dingen Linux drauf booten lassen, um euch auch zu zeigen, bootet das erstmal hoch, ist das eine. Und das andere ist natürlich, was wird alles unterstützen, was wird nicht unterstützen. Es bootet das schon ziemlich lange hoch, weil es tatsächlich die Disk nicht findet, obwohl die UUID da eingerichtet ist für diese Disk. Es ist natürlich ärgerlich, so etwas. Booten wir mal neu und versuchen wir mal einfach ein anderes Linux. Vielleicht gibt es da eins, das besser kann als das auf Debian basierende Neptun. Das erwähne ich ja jetzt nur, um das auf Debian zu schieben und nicht auf mich selber. So, also ihr seht schon, zumindest das hat nach einigen Mühen funktioniert. KDE Neon Developer Edition. Lass mir das mal hochbooten. Hat zwar, glaube ich, nicht den allerneuesten Kernel. Benutzt ja Ubuntu LTS Kernel und da kann es sein. Ah, das bootet direkt hoch, wie ihr seht, ohne UUID-Schwierigkeiten. Ich habe mein. Kann ich das heller machen, das Display? Es bleibt dunkel, wie es ist. Mein ultra geheimes Passwort hier für meine externe Laufwerke. Und es läuft jetzt, es fährt jetzt in Plasma hoch und wir sehen jetzt auch, das Plasma ist fertig konfiguriert. Es ist wirklich verdammt dunkel. Ich sehe kaum meinen Mauszeiger. Kann jetzt hier versuchen, das Display, die Display-Helligkeit zu erhöhen. Ah, Gott sei Dank, jetzt sehen wir auch was. Das ist die maximale Helligkeit, die ich jetzt hier eingerichtet habe. Und es ist schon, glaube ich, verdammt hell. Also, was nicht? Doch, es funktioniert. Ach, jetzt funktioniert es. Nachdem es hochgefahren ist, funktionieren auch die Funktionstasten für Display-Helligkeit hoch und runter drehen. Wie ihr seht, ohne Schwierigkeiten. Lautstärke hoch und runter funktioniert auch. Es gibt leider kein Feedback dazu, aus irgendwelchen Gründen. Ja, was kann man noch machen? Play, Pause und sowas. Alles. WLAN. Funktioniert WLAN? Logge ich mich mal in mein ultra geheimes WLAN-Netz ein. Dazu werde ich mal außerhalb das Passwort eingeben. Und es hat sich verbunden mit meinem WLAN. Und jetzt habe ich halt auch die Möglichkeit, einen Browser aufzurufen. Das habe ich hier zum Beispiel den Chromium. Und der lädt auch. Ist jetzt hier die Snap-Version, weil ich VAAPI testen wollte, die Videobeschleunigung. Und ihr seht, das lädt relativ schnell, relativ gut hoch. Effekte funktionieren. Gehen wir mal auf youtube.com. Auf der Tastatur tippt sich relativ gut, hat einen guten Druckpunkt. Die Buchstaben sind ziemlich groß in einem komischen Font gehalten, aber das klappt alles wunderbar. Jetzt kann man hier zum Beispiel nach TechView Podcast suchen und werden wir dann fündig einige Videos von mir. Und ja, machen wir das erste an und dann sehen wir auch, es lädt, es ist verdammt laut. Sound scheint zu funktionieren.
scheint zu funktionieren. Wird sehr, sehr laut, dieser Sound, das muss ich sagen. Lauter als alle anderen Laptops, die ich so habe. Ob jetzt alle vier Lautsprecher funktionieren, müsste ich eine Hörprobe machen. Ja, man sieht es, wenn es voll aufgedreht ist, merkt man es auch an der Vibration. Nicht nur hier oben kommt richtig schön Musik raus, sondern hier unten an den Basslautsprechern, die ich euch gezeigt habe, kommt eben auch ziemlich viel raus. Das heißt, wir haben einen guten Sound, der funktioniert. Der Tech Show rund um Gadgets. Das ist sogar etwas zu laut, weil ich habe mal wieder ein Gadget für euch vorbereitet. Es vibrieren höre. Deshalb, also vibrieren hier auf der Fläche, Oberfläche eventuell. Lüfter laufen jetzt auch, höre ich gerade. Ja, kann man uns anschauen, wie schnell die Lüfter laufen. Da gibt es ja das sogenannte K-Info-Zentrum, da kann man uns das auch nochmal anschauen. Da sehen wir auch nochmal, was hier ausgeliefert wird bei KDE Neon. Es ist, das ist sogar die 15er Beta, die hier läuft. Im Frameworks 55, Qt 5.12 und der 4.19.16er Kernel läuft hier. Das ist übrigens, glaube ich, der gleiche, den auch Debian, also Neptune in dem Fall auch Chip, ausliefert. Das heißt im Grunde genommen, ab dem Kernel ungefähr könnt ihr damit rechnen, dass euer HP Spectre X630 funktioniert, auch mit den Lautsprechern wunderbar. WLAN funktioniert, ihr habt gesehen, Helligkeit funktioniert. Ich habe noch nicht alle Multimedia-Keys ausprobiert, ich weiß gar nicht, was ist das hier? Ach, das ist der Multimedia-Key, um die Tastaturbeleuchtung anzumachen. Die kann man an, etwas dunkler machen und dann nochmal ausmachen. Also es gibt zwei Stufen. Auf dem Video kommt das nicht ganz gut rüber, aber naja. So, ich habe noch 4 Minuten, bis die Kamera ihren Geist aufgibt. Wir wollten aber nicht hier rein, sondern wir wollten eigentlich in K-Sysguard rein. Denn, ups, nochmal. Doch, da ist es. Ich dachte, ich hätte mich vertippt. Dort kann man nämlich die Systemlastens anzeigen lassen. Wir können auch sehen, tatsächlich 8 Threads werden hier angezeigt. Das heißt, 4 richtige Kerne und 4 Hyperthreading-Geschichten. 1,1 GB wird gerade verwendet von den 16 GB. Ist klar, ich habe kein Swap, brauche ich kein Swap. Für wie sieht es aus mit, lasst mich mal ein neues Arbeitsblatt erstellen. Dafür haben wir ja noch Zeit und gucken mal nach den Temperaturen. 81 Grad wird hier gerade angezeigt. Das ist aber schon ein bisschen. Das ist aber schon. Ja, also es ist schon heiß unten. Das kann man schon deutlich spüren. Das ist schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Da muss das Teil jetzt ordentlich rennen. Liegt das an der Systemlast? Ist hier irgendwas, was hier viel CPU frisst? Ah, Baloo File Indexing, der frisst gerade so ein bisschen was. Den indexiert anscheinend die Musik, die ich letztes Mal darüber kopiert habe. Deshalb geht das schon ein bisschen hoch. Ihr seht so 80 Grad und dann ist es wahrscheinlich auch dabei, dass es Thermal Throttling macht. Das heißt, wegen der Hitze sind die Lautsprecher ziemlich laut. 2 Stück sind ja da drin. Die drehen also ziemlich hoch. Kann man die Lautsprecher, sage ich, die Kühler, meine ich natürlich, kann man die sich auch anzeigen lassen? Sensoren, Temperatur, ist das alles nur? Kühlgeräte für den Prozessor und Liniendiagramm. Da sehen wir nichts. Ja. Was ist das hier? Da sehen wir auch nichts. Gehen wir mal auf Prozessor 0. Vielleicht haben wir hier irgendwas. Ja, anscheinend hat er, zumindest was das angeht, kriege ich keine Werte über die Geschwindigkeit der Kühler hier angezeigt. Vielleicht sind die irgendwo anders unter Hardware-Sensoren. Da haben wir nochmal einen Core-Temp Fließkommawert, der mir anzeigt. Ah, der zeigt mir hier 68 Grad an für CPU-Kern 1. Können wir mal alle CPU-Kerne reinhauen. Das ist vielleicht ein etwas anderer Wert, den wir hier haben. Hier wird 80 angezeigt und hier wird irgendwas von 78, 68, 58, also für die verschiedenen CPU-Kerne auch nochmal angezeigt. Ja, gut, es indexiert jetzt so ein bisschen was. Naja, lassen wir es mal laufen. Es funktioniert auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt. Und Updates kann ich auch installieren, wenn ich möchte. Es gibt 179, das ist, wenn man Dev Edition Unstable laufen lässt. Und ja, kann das alles aktualisieren mit meinem ultra geheimen Passwort.
Und ja, es lädt schnell runter, wie ihr seht, fängt schnell an, Anwendungen starten schnell, auch wenn es jetzt von der externen SSD ist. Und ich werde mal mich ranmachen, hier das System zu installieren. Und irgendwann mal gibt es natürlich dann nochmal ein Fazit und einen Bericht. Achso, was ich natürlich noch nicht ausprobiert habe, funktioniert Touch. Natürlich funktioniert Touch auch. Das habe ich jetzt, davon bin ich ausgegangen, dass Touch funktioniert. Aber ich wollte es dann natürlich nochmal zeigen, dass also Touch hier auch funktioniert. Dass ich hier eben auch das Ganze benutzen kann mit dem Touch und dann auch in den Tablet-Modus schalten kann. Was passiert eigentlich, wenn ich das Teil in den Tablet-Modus schalte? Machen wir das mal kurz. So, ich bin jetzt im Tablet-Modus. Und jetzt ist die Frage, die Maus funktioniert noch und ich glaube, ja, die Tastatureingaben sind auch noch aktiv, wenn ich hinten auf die Tastatur drauf haue. Ich merke jetzt hier auch, hier kommt die heiße Luft raus. Und das ist jetzt hier, das bin ich gewesen mit dem Touchpad. Ihr seht, das ist noch weiterhin aktiv. Das ist also eine unschöne Sache, die müsste man umstellen. Was ist mit dem Tent-Modus? Ihr seht, Bildschirm dreht sich nicht. So, natürlich hat das Video jetzt aufgehört, weil die Kamera sich entschlossen hat, 15-Minuten-Limit einzuhalten. Also, was ich sagen wollte, Touch funktioniert soweit. Ist nur ein Mausersatz momentan. Das heißt, so Multitouch-Gesten und sowas muss man eventuell noch einstellen, einrichten für die Tastatur. Die Sperre, wenn ich in den Tent-Modus oder in den Tablet-Modus gehe, muss noch eingerichtet werden. Aber das sollte alles möglich sein mit Hilfe von Skripten, die irgendwie eine Erkennung haben. Und ja, die Helligkeit vom Display ist ja ordentlich. Ich kann jetzt alles hier lesen, obwohl mir die Sonne ins Gesicht scheint. Und ich kann es ja mal so ein bisschen halten. Da ist die Sonne, da sehen wir auch das Licht. Das spiegelt schon sehr stark, aber es ist noch lesbar. Ich werde natürlich einen ausführlichen Test machen zu diesem Notebook und euch dann noch genaueres dazu erzählen oder erläutern, was ich dann so erlebt habe mit diesem Notebook. Und ja, erst einmal mache ich mich dran, um auf der internen SSD dann Linux zu installieren. Und dann gibt es irgendwann mal einen Erfahrungsbericht zu diesem Laptop. So, das war's für diese TechView Vlog-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare, Fragen und so weiter, Anregungen, alles im Kommentarbereich hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.